Als Fortsetzung zu den Magnetfeldern kommt jetzt noch eine Bemerkung zum Magnetfeld, Materie und Kraft, Kraftwirkung auf Ströme oder freie Ladungsträger. Und damit kommt man zu dem Begriff der magnetischen Flussdichte. Beim elektrischen Feld hatten wir über das elektrische Feld sofort auch eine Beziehung zur Kraft. Die haben wir hier jetzt noch nicht. Wir haben jetzt eine Beziehung, die steht so im Raum zwischen Strom und magnetischer Feldstärke, aber noch keine Kraft oder Kraftwirkung. Und wir haben auch, und das ist ähnlich wie beim elektrischen Feld, hier noch keine Beziehung auch zu einer Materie, was in Materie passiert. Und wenn man sich Materie anschaut, dann kann es durchaus sein, dass man da, das ist jetzt Ferromagnetismus ein Best of Quantenmechanik, da gehe ich in die quantenmechanischen Details nicht ein, aber man hat in so einem Block wiederum Elementar, Dipole, die sich ausrichten können und die ich hier auch schon mal ausgerichtet hingezeichnet habe. So, machen wir hier mal ein paar Nordpole rein und ein paar, ich hoffe mal, ich habe es nicht verkehrt rum gemacht. Ein paar Nordpole und ein paar Südpole rein. So, und wenn wir jetzt eine magnetische Feldstärke hier anlegen, so einfach mal so ein H da durchschicken. Das müssen wir auch, sonst wären die jetzt noch nicht so in der Form ausgerichtet. Dann führt das dazu, wenn die ausgerichtet sind, so dass die Felder hier in diesem Beispiel verstärkt. So, das ist auch wieder so etwas wie eine magnetische Polarisation, die wir ja auch schon im elektrischen Feld kennengelernt haben. So, damit kommt man ganz ähnlich wie das bei der beim elektrischen Feld war, auf eine magnetische Flussdichte und die gibt man eben an hier, ich schreibe es da nochmal hin, mit B gleich μ0 mal μr mal h. Wobei hier natürlich die einzelnen Komponenten auch erläutert werden müssen und auch werden. Also erst einmal B ist die magnetische Flussdichte, über die Einheit machen wir uns gleich noch Gedanken, was denn das sein soll. Wir haben das μ0, das ist die Permeabilität des freien Raumes oder des Vakuums, ist im Prinzip eine Maßzahl, die direkt aus den Definitionen der Einheiten erfolgt, beziehungsweise aus dem SI-System erfolgt. Und die ist 1,2566 mal 10 hoch minus 6 Voltsekunde pro Ampermeter. Das war mal genau 4 Pi mal 10 hoch minus 7 bis Mitte des letzten Jahres. Also Mitte 2019, das ist nach der Neudefinition des SI-Systems nicht mehr so. Das gilt natürlich auf viele, viele Stellen noch. Und ob Sie da jetzt mit 4 Pi rechnen oder mit 1,2566, mit dem 4 Pi sind Sie wahrscheinlich noch dichter dran am wahren Wert als mit dem Wert hier. Oder sind Sie dichter dran als ich jetzt hier mit meinen 5 signifikanten Stellen. Von daher ist es kein Fehler, damit zu rechnen, aber man sollte wissen, es stimmt nicht mehr exakt. Wir haben das μr. Hier, das ist nur eine Zahl ohne Einheit. Das ist die Verstärkung oder Abschwächung des magnetischen Feldes in der Materie und heißt auch die relative Permeabilitätszahl. Es gibt hier unterschiedliche Materialien. Es gibt diamagnetische Materialien, paramagnetische und die Königsklasse ferromagnetische. Wir haben hier ein μr, das ist schwach, kleiner 1. Das ist zum Beispiel Kupfer, Wasser. Wir haben etwas μr, das ist schwach, größer 1. Und wir haben das μr, das geht in die viele, viele Tausende, sehr viel größer als 1. Das sind die ferromagnetischen Materialien, wie schon daneben steht, also beispielsweise Eisen oder Mühmetall oder eben Legierungen, die man extra so züchtet. Wenn man sich jetzt ein Diagramm aufmalt, indem man eben B aufträgt über H, dann könnte man sich natürlich zunächst mal das μ0 hier irgendwie reinbasteln. So, und dann würde man feststellen, man hat eben einmal die diamagnetischen Materialien dichter unten drunter, dann vielleicht die paramagnetischen Materialien dicht oben drüber und dann eben auch noch die ferromagnetischen Materialien, die ganz anders verlaufen. Es ist tatsächlich so, das μr kann da in die Tausende reingehen.
Was wir noch nicht diskutiert haben, ist die Einheit der magnetischen Flussdichte. Also, da hatten wir ja das von μ0, also Voltsekunde Ampermeter, und dann wird das mit der magnetischen Feldstärke in Ampere pro Meter multipliziert, und die Amperes machen sich weg, und das ist auch alles. Und dann ist das Voltsekunde pro Quadratmeter, was auch als Tesla bezeichnet wird. Nicht benannt nach der Automarke, sondern nach Nikola Tesla, der sich in dem Bereich der Magnetik, der Energie, Energieversorgung auch sehr verdient gemacht hat. Also gerne nachlesen, gerne auch die Biografie von Nikola Tesla lesen. Ich möchte das jetzt hier nicht alles wiedergeben in Details, aber es lohnt sich wirklich. Es ist auch unterhaltsam. Also er hatte durchaus ein bewegtes Leben gehabt. Was sehr spannend ist, ist eben die Magnetisierungskurve von ferromagnetischen Materialien. So, da haben wir also beispielsweise hier, nur brauchen wir ein bisschen mehr Platz, wieder das B und die Feldstärke H. Ich schreibe jetzt keine wirklichen Einheiten dran. Und wie ich schon eingangs sagte, wenn wir jetzt hier die Magnetisierungskurve uns angucken, dann steigt das zunächst steil an. Ich möchte das mal andeuten, dass das hier steil sein soll. Und das erreicht man im elektrostatischen Fall eigentlich weniger, aber im magnetischen wohl, weil die Werte eben auch so groß, der Feldstärken auch so groß werden können, geht das Ganze hier in die Sättigung. Hier an der Stelle haben wir dann irgendwann das μr gleich 1, also die Steigung hier ist nur noch μ0. Wir sind in der Sättigung. Das, was passiert ist, ist, dass alle Magnetdipolchen, die man so hat, ausgerichtet sind. So, und wenn man jetzt die magnetische Feldstärke kleiner werden lässt, ich mache hier mal eine Richtung dran, man nennt das hier auch, weil wir wirklich bei 0 gestartet sind, die Neukurve. Also man hat ein neues magnetisches Material, das zunächst völlig unmagnetisiert ist. Magnetisiert das auf. Naja, und wenn wir jetzt hier oben beispielsweise irgendwo sind und machen jetzt die magnetische Feldstärke geringer, dann fällt das natürlich ab, aber nicht im gleichen Maße und auf der gleichen Kurve, wie wir das beim ersten Mal hatten, sondern es bleibt noch was zurück. Wir kommen hier auf eine Remanenzflussdichte BR. Irgendwann sind wir dann aber so weit, dass die magnetische Flussdichte 0 ist. So, und dann können wir das Ganze hier nochmal fortsetzen, sodass wir wieder eine ganz ähnliche Kurve hatten wie in der anderen Richtung. Das muss ja einigermaßen symmetrisch sein. Also sie soll jetzt einigermaßen passen hier so. Und auch hier passiert dasselbe wieder. Wenn wir hier die magnetische Feldstärke senken, sieht das nicht gar so schön aus. So, dann haben wir hier ein Minus BR und hier ein HC, und dann kommen wir hier auch wieder auf diese Werte drauf. So, das ganze Ding nennt sich hier die Hysteresekurve, weil es eine Hysterese hat. Also es geht auf einem anderen Weg hoch, wie es runtergeht. So, die ist sehr entscheidend für Materialien und für gewisse Eigenschaften von Materialien. Manchmal möchte man eine große Hysterese haben, manchmal möchte man eine kleine Hysterese haben. Zum Beispiel möchte man eine große Hysterese haben für Permanentmagnete, aber zunächst nochmal zu den Begrifflichkeiten. BR ist die Remanenzflussdichte, die bleibt, wenn die Feldstärke 0 ist. Also kein externes Feld mehr vorhanden ist. CR ist die Koerzitivfeldstärke, die man benötigt, die aufgewandt werden muss, um die Flussdichte zu 0 zu machen. Jeweils in der einen wie in der anderen Richtung. So, wenn wir jetzt also BR und HC groß haben, dann führt das ja dazu, dass wir eine weite Hysteresekurve haben. Und das heißt zum Beispiel, wenn Sie keine externe Feldstärke mehr anlegen, haben Sie BR groß, so ist es ja gewollt. Und das sind dann die sogenannten hartmagnetischen Materialien, die man für Permanentmagnete verwendet und die große Verluste in der Hysterese haben. Das ist nicht geschickt gemacht, aber sei es drum. Wenn Sie BR und HC vergleichsweise klein haben, dann haben Sie also eine schmale Hysterese. Und das sind die sogenannten weichmagnetischen Materialien. Und die benutzt man gerne für Motoren, also nicht den Permanentmagnetanteil daran,
Also nicht der Permanentmagnet, sondern alle anderen Teile. Da, wo die Spulen drauf sind beispielsweise. Und vor allen Dingen eben auch Transformatoren. So, damit ist das kurz erläutert.